Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Talk auf F1 Insider. Diesmal mit einem ganz speziellen Gast. Ralf Schumacher ist bei uns. Herzlich willkommen, Ralf, erstmal. Danke, hallo. Ja, und Ralf, das Letzte, was ich von dir gesehen habe auf Instagram, ist leider ein wenig traurig. Dein Hund ist gestorben. Wie ist das passiert? Klär uns auf und unser Beileid natürlich. Danke, danke. Nein, also die kleine Jessie war das, heißt, die ältere, die Dame ist schon etwas weit über 20 Jahre, also fast 23 gewesen und es ging halt leider nicht mehr so und dann musste man eine schwere Entscheidung treffen. Ist natürlich überhaupt nicht schön, klar, sehr traurig. Auf der anderen Seite, mit über 22 Jahren, glaube ich, hat sie ein sehr, sehr schönes und langes Hundeleben gehabt. Ja, das stimmt, das kann man so sagen. Hier, mein Kollege Ralf Bach, ne, zwei Ralfs hier an Bord. Ralf Bach hat mir erzählt, dass du grundsätzlich ja sehr tierlieb bist und in Kerpen ja eine Art Zoo hast, Streichelzoo, Bauernhof. Was ist das? Was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, ich bin ja als Kind mit vielen Tieren aufgewachsen und dadurch, dass natürlich die rein braunen, die Pläne sind jetzt alles geändert, dank der grünen Seite der Regierung, ist der Kohleabbau ja gestoppt, die Kapern darf weiter da bleiben. Somit auch das Haus meiner Eltern, wo ich aufgewachsen bin. Und ja, da habe ich halt die Gelegenheit genutzt und das wieder so ein bisschen so gemacht, wie es früher war, so wie ich eben aufgewachsen bin. Hast du eigentlich mit dem Kartclub Kerpen noch irgendwas zu tun oder mit der Strecke? Nein, ich war bis vor kurzem Jugendleiter. Das ist aber jetzt auch geändert. Das macht jetzt jemand anders, der auch öfter vor Ort ist. Das ist auch viel sinnvoller. Ansonsten, klar, bin ich involviert. Ich wohne direkt nebenan. Einige Flächen, die mir gehören, nutzt der Kartclub auch. Und in erster Linie bin ich einfach froh, dass wir da bleiben konnten, um den eh schon fast nicht mehr vorhandenen Nachwuchs in Deutschland zu fördern, eine Chance zu geben, in die große Motorsportwelt zu kommen. Und neu asphaltiert ist es auch noch worden, die Strecke. Also von dem her ist das schon mal ganz gut. Ja, ich habe tatsächlich gelesen, dass die wieder ein bisschen Gas geben wollen, vielleicht sogar einen WM-Lauf wieder nach Kerpen holen wollen. Das wäre ja aus deutscher Sicht wirklich schön, weil du sagtest, der Motorsport hat es in Deutschland im Moment ein wenig schwer. Das willst du auch ändern, indem auch du jetzt wieder ins Cockpit zurückkehrst. Ich habe auch gesehen, du hast eine Sitzprobe schon gemacht. Kannst du uns dann aufklären, worum es da geht? Also es werden die ersten Bilder kommen. Also ich bin tatsächlich gestern gefahren. Es steht noch nicht so ganz fest. Ich wollte gestern überhaupt nochmal ein Auto wieder fahren, ob das noch geht. Erstaunlicherweise ging es noch ganz gut, zumindest auf diesem Fahrzeug. Und bald werde ich dazu mehr sagen können, aber steht noch nicht wirklich fest. Also erstmal wollte ich nur für mich wissen, geht's. Und dann werde ich noch zwei verschiedene Kategorien ausprobieren und dann dementsprechend, sobald es dann was spruchreif ist, heute was zu sagen. Allerdings heute und auch auf Sky kann man das dann nachverfolgen. Es wird einen kleinen Bericht geben und ein paar Sachen auf Instagram. Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, die auf Trustpilot mit ausgezeichnet bewertet wurden. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du sicher online bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel-1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streaming-Diensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere 4 Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,03 € pro Monat. Besuche dafür cyberghostvpn.com/f1insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 24/7 Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalingeladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung. Ja, was ist dein Auto genau gewesen? Gestern. Gestern, das war ein LMP3. Also kann man das so mit Formel 3 vergleichen oder so von der Leistung, Fahrverhalten? Und es war ein Hockenheim, ne? Ja, es war ein Hockenheim. Das Auto ist vergleichbar, ja, ich würde sagen, 3 Sekunden schneller als DTM, zwischen Regional und Formel 3, würde ich sagen. Also ist dann schon ist sehr viel Downforce, gar nicht so 900 Kilo, 450 PS, also schon ein tolles Auto, muss man einfach sagen. Sieht auch sehr, sehr schön aus und ist halt so ein Kompromiss zwischen Tourenwagen und Formelfahrzeugen, sehr gut gelungen. Ja. Und gestern hatte ich noch das große Glück, in Hockenheim war eigentlich freies Fahren, aber es ist irgendwie keiner da gewesen, die hatten scheinbar alle Angst vor mir, dementsprechend war ich alleine. Aber dass du es noch kannst, hast du doch letztes Jahr in Spielberg schon gezeigt. Ja gut, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, das war jetzt mal ein paar Runden und da wollte ich einfach wissen. Ich hatte noch das große Glück, es war trocken am Vormittag, Regen am Nachmittag und beides sehr viel Spaß gemacht und beides war auch sehr gut, zufriedenstellend, deshalb werden wir das Projekt jetzt dann mal weiterführen. Ja. Ich habe gehört, dein Sohn war praktisch als Begleiter dabei, hat er schon was gesagt dazu? Spürt er jetzt ernsthafte Konkurrenz?
Mein Sohn war als Begleiter dabei, als Ratgeber quasi und hat auch ist auch selber noch ein paar Runden gefahren am Ende mit dem Auto, um das mal zu fühlen und die Erfahrung da zu sammeln. Warum nicht? War eine Möglichkeit. Hat ihm auch eine Menge Spaß gemacht. Und ja, war schön, dass er da war. Er wollte natürlich gucken, was der alte Mann so macht. Das war ihm wichtig. Und für mich war es wieder sehr schön, einfach mal zu fahren, Sell-up-Sachen zu machen. Also man merkt schon, wenn man eine gewisse Erfahrung mitbringt, auch im Umgang mit dem Team, das ist schon, ja, macht sehr viel Spaß. Also kann ich mir schon vorstellen, warum Fernando immer noch fährt. Ja, das wollte ich, gutes Stichwort. Fernando ist ja jetzt nicht viel älter, jünger als du. Ich rede hier von 5 Jahren. Ja, gut, aber trotzdem. Muss er sich jetzt Gedanken machen, dass er jetzt wieder gegen Schumacher fahren muss in Zukunft? Ja, das glaube ich eher nicht. Also dafür wäre ich jetzt wirklich zu alt. Aber es ist bemerkenswert. Die Frage ist wirklich, ich habe gehört, Plan nächstes Jahr ist für ihn um die WM zu fahren. Und man stelle sich vor, wenn dann wäre er 42, oder? Wäre er 43, 42? Nee, 42, Anfang des Jahres 40 dann, ja. Ja, stellen wir uns mal vor, ein 42er würde Weltmeister werden. Ich meine, Menzel wäre auch relativ spät Weltmeister geworden, wenn ich das in Erinnerung habe. Ne? Ja, und Fangio, aber das war eine ganz andere Zeit. Gut, das würde ich auch sagen, war eine andere Zeit heute. Aber ja, schön. Und vor allem freut mich zu sehen, welche Leidenschaften, welchen Biss er noch hat. Ja, aber also ihr habt jetzt eben hier viele aufgezählt. So langsam war dein Bruder jetzt auch nicht und der ist bis 43 auch noch gefahren bei Mercedes. Und gerade seine letzte Saison war ja auch nicht schlecht. Also Pole in Monaco dann auch noch. Muss man ja auch erstmal hin. Ja, das ist so, klar. Ich meine, das hat man auch bei Sebastian Vettel gesehen. Da ist halt, da fehlt es dann gar nichts. Ja, wenn die Technik gefragt ist, also das fahrerische Können, das sieht man, hat man bei Michael gesehen. Und das war auch schön zu sehen, auch in einem schlechten Auto konnte der Sebastian dann einen Unterschied machen. Und klar, sowas geht theoretisch alles praktisch, muss ich sagen. Also die körperliche Fitness, das ist schon etwas, egal wie viel man trainiert, um das zu halten. Man muss dann einfach mehr machen. Irgendwann ist halt auch mal dieser Punkt erreicht. Und da glaube ich, gegen den Anfang mit den 20-Jährigen tut man es da ein bisschen schwer, fairerweise. Aber ich denke, es ist ja auch eine Willensfrage, den Aufwand zu betreiben. Theoretisch wäre es das schon möglich. Ich denke schon, dass das möglich wäre, aber praktisch wird es die Gelegenheit gar nicht geben für so ältere Leute, ganz klar. Weil einfach die Jugend, und ich glaube, das ist auch gut so, weil die Jugend so eine Chance haben, ist es ja schon schwer genug für die Formel 2 und Formel 3 Fahrer weiterzukommen. Du hast eben Sebastian Vettel erwähnt. Glaubst du, dass der das so ein ganz klein bisschen bereut, dass er jetzt nicht mehr in dem grünen Auto sitzt, sondern der Fernando, wenn er das jetzt sieht, was der Aston Martin kann? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass für Sebastian das Thema jetzt erstmal abgehakt ist. Und natürlich hätte er sich eine erfolgreichere Zeit bei Aston Martin gewünscht und vielleicht hätte das auch was geändert am Ausgang seiner Entscheidung. Aber jetzt im Nachhinein, glaube ich, sitzt er einfach ganz relaxed am Sofa und akzeptiert das so und nimmt sich endlich die Zeit für die Familie. Man darf ja nicht vergessen, die ganze Familie, speziell die Frau, richtet sich ja dann wirklich über viele Jahre, Sebastians Fall über ein Jahrzehnt, nach dem Partner. Und irgendwann ist es auch mal gut und dann muss man auch was zurückgeben dem anderen Partner. Und ich glaube, das hat Sebastian sehr gut gemacht. Ja, apropos Aston Martin, Lawrence Stroll musste ja auch viele Schelte dafür einstecken, dass er so viel Druck gemacht hat. Viele haben sich darüber beschwert, dass es zu viel Druck auch war. Am Ende scheint ihm der Erfolg jetzt recht zu geben. Wie bewertest du diese Situation, diesen Turnaround, den Aston Martin da jetzt geschafft hat, mit bisschen Hilfe von Red Bull vielleicht auch? Ich weiß nicht, ob mit Hilfe von Red Bull oder einfach mit einer guten Personalpolitik, würde ich einfach mal so sagen. Also ja, wir haben ihn ja auch sehr hart rangenommen. Im Gegensatz zu anderen hat er uns das nicht so übel genommen. In der Zeit, als er von 6-Sterne-Saison gesprochen hat. Und ja, man muss sagen, mich freut es auf der einen Seite. Er ist kein einfacher Zeitgenosse, aber hat sein Ding durchgezogen. Und das war, glaube ich, auch nicht immer leicht. Aber es zeigt auch noch was anderes. Es beweist, so wie das Red Bull-Beispiel auch und noch viel mehr, dass ein kleineres Team, was nicht unbedingt, ich meine, man kann jetzt sagen, Aston Martin ist ein Werksteam, aber wir wissen ja alle, was Aston Martin für eine Marke ist, wie schwer die sich gerade tut, ist ein Nischenprodukt, dass die in der Formel 1 erfolgreich sein können mit einer relativ kernigen Truppe, wenn man die Möglichkeiten hat und auch die Weitsicht, die Leute einzustellen. Bin etwas überrascht, Martin Wittmarsch, wenn es denn wirklich so ist, hat da offensichtlich auch einen großen Anteil dran. Auf der einen Seite kann ich sagen, mit seiner Erfahrung hat er das Talent und die Ahnung, die Leute zusammenzusuchen, also das professionelle Headhunting in Bezug auf Formel 1 zu betreiben. Als Person fand ich ihn bei McLaren ja, eher unscheinbar bis schwierig, muss ich zugeben.
Ja, da sage ich jetzt weiter nichts zu. Wir kennen ihn ja auch noch als Journalisten, Ralf. Also insofern ähnliche Einschätzung. Ja, wollte mir mal einen Pass wegnehmen, aber das ist ja Routine. Genau, aber bleiben wir nochmal bei Aston Martin. Wer ja auch so ein bisschen seinem Image davon gefahren ist, ist Lance Stroll, der ja auch immer so ein bisschen als das reiche Vätersöhnchen sozusagen galt. Hat das dich überrascht, dass er nach so einem Unfall offenbar mit wirklich schweren Verletzungen, wie jetzt herausgekommen ist, also Brüchen in der Hand, im Fuß, dass er so zurückgekommen ist und dass er sich das auch angetan hat, dann auch noch in der ersten Kurve, ja, Lenkrad verrissen, trotzdem auf die Zähne gebissen, weitergefahren. Was sagst du dazu? Also ich habe da eine etwas andere These zu. Ich glaube, dass der Vater und auch das Team wusste, was für ein Potenzial sie haben, gerade jetzt auf dieser Strecke. Man wird jetzt noch abwarten müssen, was das Thema Reifenverschleiß betrifft, weil er einfach sehr gering ist beim Aston Martin, ob die auf kalten, glatten Strecken auch so zurechtkommen. Und ich glaube, Vater Stroll ist alles andere als nicht, also der weiß, was er will. Und der wusste, wenn ich jetzt in dem Auto einen anderen Fahrer habe, der auf einmal à la Nick de Vries eine super Leistung bringt, dann ist das ein Riesenproblem für meinen Sohn. Und da glaube ich, ist das der Hauptgrund, warum mit aller Gewalt daran festgehalten hat, dass er fährt. Egal wie das Outcome war, weil er wusste, dass das Auto was kann. Man muss aber trotzdem sagen, Lance hat das super gemacht, gar keine Frage. Hatte sich da durchgewiesen, kam natürlich am Ende nicht aus dem Auto raus, vor lauter Schmerzen, der arme Kerl, aber ja, das steht für ihn. Aber da muss man auch wieder ehrlich sein, der hat angefangen mit Kartsport, ist die ganze Karriereleiter durchgegangen. War in allen Kategorien übrigens auch sehr erfolgreich. Das ist ja jetzt kein Depp hinter dem Lenkrad, sondern ganz im Gegenteil, auch wenn er super Voraussetzungen hatte. Aber wenn jemand sowas macht, dann hat er ja auch einen gewissen Willen und den sollte man ihm auch nicht absprechen. Ich spreche ihm das Talent, Weltmeister zu werden, was Alonso gesagt hat, ab. Das ist so, aber er ist ein sehr guter Fahrer. Das ist auf jeden Fall. Kommen wir mal zum anderen Team mit Mercedes-Motor im Heck, nämlich dem Mercedes-Werksteam. Da ist schon wieder so ein bisschen Panikmodus angesagt gewesen nach dem ersten Rennen, weil das Auto nicht das geliefert hat, was sie sich versprochen haben. Wie schätzt du die Situation von Mercedes ein und wie kann es sein, dass sie doch über den ganzen Winter noch an einem Konzept festgehalten haben, von dem man eigentlich letztes Jahr auch nicht überzeugt sein konnte, sagen wir es mal so. Also es ist so, man hat an Totos Reaktion gesehen, dass er die Faxen dicke hat. Ich finde, das hat er mit aller, aber sehr vernünftig, aber auch klar und deutlich, vom Verein für klare Aussprache, finde ich auch sehr gut, muss ich sagen. Nur die Sache ist ganz einfach die, er wird sich einfach in den Hintern beißen, dass er an Technikern geglaubt hat. Die haben das Konzept verfolgt. Und haben ihm die Vorteile dargelegt und haben gesagt, okay, jetzt kriegen wir das auf jeden Fall hin. Das haben sie jetzt nicht und das ist ein Riesenproblem. Und das, glaube ich, wird auch zu personellen Konsequenzen führen, weil der das alles in der Hand hatte und der an dem Konzept festgehalten hat, der wird wahrscheinlich gehen müssen und eine andere Position haben, weil den wird man auf jetzt auch so schnell nicht drehen können. Das bin ich mir ziemlich sicher. Also nicht leicht für Toto. Nun hat man ja am Wochenende in Bahrain auch Mick viel an der Seite von Toto gesehen. Das ist sein neuer Job. Mick sitzt bei Mercedes auf der Ersatzbank. Kann er sich da jetzt, gerade wenn das Team vielleicht auch Probleme hat, noch ein bisschen mehr profilieren und noch mehr Wert haben, um eben wieder zu helfen, dass Mercedes nach vorne kommt? Wie schätzt du die Situation ein? Naja, ich glaube, grundsätzlich kann Mick jetzt da erstmal sehr viel lernen. Es ist für einen Fahrer schwer, wenn er neu dazukommt, die alten Probleme nicht wirklich kennt. Auch nicht die Gelegenheit hat, das Auto selbst zu spüren, zu fühlen, da viel mitzumachen. Er kann jetzt die ganzen Informationen aufsaugen. Und was er wohl machen kann, ist natürlich im Simulator den Fahrern teilweise beweisen, das, was er jetzt da weiterentwickelt. Und wenn das reingeschraubt wird auf der Strecke, wenn das dann irgendwie Sinn macht für die Fahrer und das auch besser ist, dann hat er da eine Chance. Ansonsten kann er einfach nichts anderes machen, als abwarten, ob er eine Chance hat auf einen Einsatz und einfach da zu sein und so viel wie möglich von Lewis und George zu lernen. Und ja, in Richtung Zukunft, wie muss er sich jetzt in der Formel 1 zeigen, präsentieren, damit andere Teams vielleicht auch wieder auf ihn zukommen? Bei Mercedes im Moment sind da alle Sitze besetzt, aber wir wollen natürlich, dass er so schnell wie möglich wieder zurückkommt als Stammfahrer, ne? Also ich glaube, da braucht er jetzt auch ein bisschen Geduld und Glück dazu. Hat er gesehen, was bei de Vries passiert ist. Und diese Gelegenheit, wenn er die kriegt, ist so. Ansonsten ist er ein bisschen Passagier. Das liegt auch dann so ein bisschen an uns, wie man mit der Situation umgeht. Also ich finde zum Beispiel, Hülkenberg hat einen super Job gemacht. Aber klar, ein Rennen ist noch keine Saison. Aber er hat auf jeden Fall sich interessant zurückgemeldet. Aber es gab ja einige Zeitungen, die dann gleich Rückschlüsse gezogen haben auf Mick.
Ich glaube, das sollte man tunlichst vermeiden, weil wenn man dann so ehrlich ist, dann muss man auch herausstellen, dass Mick ja die letzten Rennen Magnussen auch derart dominiert hat, speziell im Qualifying, also es ist ja was Ähnliches gewesen. Ja, das stimmt. Nun gab es ja auch die neue Netflix-Staffel und aus deutscher Sicht natürlich haben wir uns alle die Folge 4 angeguckt, wo eben Mick die Hauptrolle spielt. Also ich hatte den Eindruck, dass Netflix da ziemlich unfair mit ihm umgegangen ist, weil sie hauptsächlich seine erste Saisonhälfte ja gezeigt haben und damit natürlich auch die Schwächen, die er hatte. Wie hast du dir das angeguckt und wie bewertest du dieses ganze Netflix, auch die ganzen Diskussionen, die es da natürlich jetzt auch immer noch dann wieder drum gibt? Ja gut, also erstmal muss ich sagen, ich habe mir fairerweise natürlich diese Staffel auch angeschaut und das ist halt Segen und Fluch für die Formel 1 zugleich. Ich wundere mich, dass die Teamchefs das so mitmachen, also das muss man auch mögen, ganz ehrlich. Ja. Wenn ich dann Terrassenbilder am See denke mit der Familie und so, boah, weiß ich nicht, ob ich das wollte, aber sei es drum. Und auf der anderen Seite bringt es natürlich die Formel 1 näher zu den Fans und viele, viele Fans zu uns. Mir persönlich gefällt es nicht, ich gebe es zu. Ich finde es zu sehr Richtung Boulevard. Mhm. Ich finde auch, dass die Zusammenhänge teilweise auseinandergerissen werden und am Ende keiner gut aussehen wird. Wobei man natürlich sagen muss, betreffend Mick, die erste Saisonhälfte war einfach zu langsam und hat auch zu viele Schäden gemacht. Wenn das dann intern so diskutiert wird, auch in aller Härte, dann habe ich damit eigentlich gar kein Problem. Eddie Jordan wäre zu mir nicht anders gewesen. Frank Williams hat eine etwas andere Art, aber nicht weniger gemein. Das ist einfach so. Ja. Man würde als Fahrer, muss man einfach damit leben. Man muss Leistung bringen, das ist die Formel 1. Damit habe ich weniger ein Problem. Mein Problem war mehr nach dem Interview so ein Nebensatz, naja, wenn es Mick bei uns nicht gefällt, dann muss er ja nicht bleiben. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil was kann Mick dafür, was da für ein Interview geführt wird. Und ich finde, dass Mick auch keine faire Chance mehr hatte, obwohl er Leistung gezeigt hat. Ich glaube, dieses Thema war dann längst gegessen. Und das, glaube ich, wird auch sehr deutlich bei Netflix, finde ich zumindest. Du hast ja letztes Jahr auch immer wieder eine Lanze für Mick gebrochen, was ja auch vollkommen richtig ist, sowohl als deutscher Experte als auch eben als sein Onkel. Wenn du das jetzt aber rückblickend nochmal so betrachtest, wir wissen ja auch, dass Günther Steiner das wahnsinnig genervt hat, würdest du das trotzdem wieder machen oder würdest du vielleicht dich auch ein bisschen mehr zurückhalten? Jetzt mit dem Ausgang, den wir kennen, dass Mick eben den Platz verloren hat, jetzt nicht deswegen, aber siehst du das ein bisschen anders heute oder sagst du, nee, vollkommen richtig, der Junge braucht eben auch die Unterstützung, die er im Team nicht gehabt hat? Also ich sehe das überhaupt nicht anders. Ich sehe es eigentlich, dass es sehr schade ist, dass es so weit kommen musste. Und ich glaube, dass da einfach auch, also ich bin der Meinung, als erwachsener Mann, als gestandener Mann und auch Vater geht man mit so einem jungen Menschen nicht so um. Das ist meine Meinung. Ich glaube, das kann man anders machen. Druck, den muss jeder aushalten in der Formel 1, den kann auch jeder aushalten. Und da kommt jetzt gerade jemand, aber nicht so schlimm. Den kann auch jeder aushalten, aber ich glaube, das war einfach zu viel und ist auch zu viel und hat sich viel zu lange hingezogen. Und ich würde auch bezweifeln, und das stört mich eigentlich am meisten, wenn mein Bruder vor Ort wäre, glaube ich, hätte sich Günther Steiner oft anders verhalten. Ja. Kannst du das mal näher, was meinst du damit? Einfach weil er dein Bruder war, ein Mann ist, siebenfacher Weltmeister, der Vater ist. Ja, ich glaube schon, dass das ist ein interessanter Aspekt. Ich finde halt einfach, dass es geht mir gar nicht um die Kritik, es geht mir um die Art und Weise der Kritik. Und ich finde, das ist ja so ein zartes Pflänzchen, so ein junger Mann, den man irgendwie ranzieht, in dem man viel Geld und Zeit investiert. Und dann macht es auch sehr wenig Sinn, damit so umzugehen. Ich sag's nochmal, es kommt immer, der Ton macht die Musik. Und ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn da so ein 22-Jähriger am Anfang ist, der sich eigentlich gar nicht wehren kann gegen einen erwachsenen Mann. Dass man das so ausnutzt, finde ich schade. Aber du hast ja eben auch gesagt, wenn sein Vater da wäre, also du meinst, wenn Michael im Fahrerlager noch wäre und sich auch da, um Mick ein bisschen mehr hätte kümmern können, dass sich Steiner sowas einfach nicht getraut hätte, weil Michael einfach der siebenmalige Weltmeister ist, der eine gewisse Reputation halt auch mitbringt dann, ne? Naja, ich glaube einfach, die Präsenz hätte schon genügt und ich denke auch, dass das normal ist. Ich verstehe das sowieso manchmal nicht. Nochmal, jeder macht das, wie er will. Ich persönlich würde mit meinem Gegenüber, mit meinen Menschen gegenüber, mit denen ich zusammenarbeite, anders umgehen. Es ist sein Stil. Auf der anderen Seite ist Mick natürlich Familie und da muss man mich auch ein bisschen verstehen, wenn man mit meiner Familie so umgeht, dass mir das nicht gefällt. Als Ralf Schumacher ist auch klar.
Und ich finde, jemand, der so austeilt, kann dann auch und muss auch damit umgehen können, wenn er dann eben jemanden trifft, der eine andere Auffassung hat und der die Dinge anders regelt. Allerdings, ich sage es nochmal, Anfang des Jahres war mir zu langsam. Schäden ist auch okay. Nur so Beispiele wie ja, zum Journalisten sagen, ja, der fliegt beim nächsten Mal wahrscheinlich raus oder wir überlegen uns, ob er überhaupt noch fährt. Das sind ja alles Dinge, die man mit dem Fahrer selber bespricht und nicht mit Journalisten. Und wenn der Fahrer das von außen lesen muss, ja, wem hilft das denn? Ich meine, bringt ja schon einen gestandenen Mann ins Wanken, was er erst ein 22-Jähriger damit. Und egal, wer da, das wird die Zeit ja zeigen, ob Mick die Chance nochmal bekommt, ob er gut genug ist. Eins muss ich allerdings sagen, wenn man überlegt, unter welchem Druck dieser Junge dann in der zweiten Saisonhälfte derart performt hat, mit diesem Team im Rücken, dann nicht dem Team. Also ich glaube, man hat ja Magnussen muss ich rausnehmen, dann Ingenieur, aber mit diesem Boss im Rücken, der offensichtlich nicht von ihm begeistert war, finde ich, hat Mick einfach unglaubliche Stärke bewiesen. Und der Rest, den muss man jetzt abwarten. Kann man das auch Ist insofern? das ein bisschen die Schumacher-Gene? Ich meine, du hast mit Frank, hast ja angedeutet, auch keine einfache Zeit gehabt. Keiner seiner Fahrer wahrscheinlich. Wie gingst du damit um, wenn er, du hast gesagt, er war auch gemein. Was hat er gemacht? Wie hat man drauf Gut. reagiert? Du warst ja auch nicht älter damals als Mick jetzt. Ja gut, ich hatte natürlich, man muss fairerweise sagen, mit Willi Weber an meiner Seite und irgendwo auch mit meinem großen Bruder einen anderen Background in dem Moment. War, glaube ich, auch schon ein Stück weiter, als ich bei Williams war. Aber mit Frank, das war auch jemand, der gerne vordergründig mit dir ein Gespräch geführt hat. Und wenn du das Büro verlassen hast, hat er hintenrum seine Politik betrieben. Ich habe das halt offen, ehrlich angesprochen, aber ich bin auch ein anderer Typ. Also ich bin da jemand, ich gehe dann aktiv auf denjenigen zu, egal in welcher Form. Ja, Patrick Head wird ja auch nicht. Also die Kombination aus Patrick Head und Frank Williams, die stelle ich mir nochmal umso Ja, aber schwieriger vor. da muss ich eine Riesenlanze für Patrick Head brechen, weil das war wirklich super. Mit Patrick konnte man sich streiten und dann 10 Minuten später kam er um die Ecke mit seiner Tasse Tee und hat gesagt, Mensch, komm, ne? Und da war das auch vergessen. Also das muss ich sagen, die Art und Weise der Zusammenarbeit, die hat mir sehr gut gefallen, weil es auf Augenhöhe war. Und eins muss man auch sagen, der Mann war einfach zu seiner Zeit genial. Also ich fand das faszinierend, wenn der von Technik gesprochen hat oder wenn der an Auto, ich weiß, wenn an unsere neuen Autos kam, der guckt da drauf und stand da so mit seiner Tasse, guckte so, das bricht ab. Und da konnte man drauf gehen, das ging eine Runde und dann ist das Ding durchgebrochen. Das war so. Ja, schöne Geschichten von früher. Apropos Druck, du hast eben von Druck gesprochen, Mick bei Haas. Das Team, was in der Formel 1 unter dem größten Druck steht, das ist Ferrari. Auch jetzt wieder nach dem Saisonstart, gerade auch nach dem Ausfall eben von Charles Leclerc. Sie haben jetzt schon einen neuen Teamchef und trotzdem scheint da immer noch keine Ruhe einzukehren. Ja, jetzt gibt es auch wieder Personalrochaden, über die berichtet wird. Was macht Ferrari eigentlich falsch, dass sie es einfach nicht schaffen, auf die Erfolgsspur zurückzukommen? Ja gut, also sie haben ja einen großen Teil schon mal richtig gemacht, denn wenn man mal das Auto betrachtet und auch den Motor, gute Entscheidungen sind getroffen worden, sind halt nur nicht vollendet worden, aber das liegt auch ein bisschen an der Politik, die bei Ferrari war, aufgrund des ehemalig verstorbenen Präsidenten, der gesagt hat, ich will, dass Ferrari auf Biegen und Brechen wieder italienisch wird. Also eine reine italienische Seele war ja da das Ziel, auch die Idee Alfa Romeo kehrt zurück in die Formel 1 mit Sauber. Und ich glaube, da hat man ein paar Fehler gemacht und wir wissen, in der Formel 1 geht das nicht so schnell. Und Binotto, bei aller Liebe und seinem technischen Verständnis, als jemand, der mit Ferrari, in Ferrari groß geworden ist, ich glaube, dem fehlte da nicht die Kompetenz, aber dieses Durchsetzungsvermögen intern. Dazu kamen natürlich die Misserfolge noch, also da kam alles zusammen. Jetzt, glaube ich, fängt es ein bisschen bei Null an und Fred Vasseur wird die Zeit haben, aber muss sie auch nutzen. Und diese ganzen Fehler vom letzten Jahr, Strategie, warum sind auf einmal wieder nur drei Reifen da? Warum sind die Fahrer unzufrieden? Warum machen die Fahrer überhaupt so viele Fehler? All das muss ja aufgearbeitet werden. Und wir erinnern uns dann, er hat ja erst im Januar angefangen, vielleicht irgendwann im Dezember, weiß ich nicht, inoffiziell. Das dauert seine Zeit. Und ich glaube, das ist jetzt ein nötiger Prozess und dementsprechend wird da jetzt erstmal Unruhe sein. Dementsprechend glaube ich auch nicht, dass Ferrari in diesem Jahr ein Kandidat für die WM sein wird. Aber vielleicht. Ich wünsche es mir zumindest für die Spannung. Ist es ein Vorteil, dass Vasseur unabhängiger ist als ein Binotto, der ja wirklich Ferrari-Blut schon als Muttermilch praktisch getrunken hat und ein eigener Geschäftsmann ist und das Ganze ziemlich unemotional relativ betrachten kann und deshalb bessere Entscheidungen trifft?
Ja, das sehe ich auf jeden Fall so. Das habe ich ja oft auch erwähnt. Und vor allem, er ist ja auch von der Pike auf durch und durch ein Rennenthusiast. Er hat vom Kart angefangen bis eben hoch in die Formel 1. Der weiß, an welchen Stellschrauben man drehen muss. Hat offensichtlich auch eine hohe soziale Kompetenz, so wie Nico Rosberg das gesagt hat, holt sich die Leute um sich rum, um festzustellen, zu fühlen, wer in welcher Position gut ist, wer sich wohlfühlt, wer nicht. Das sind natürlich gerade das, ist ja auch das, was Toto Wolff par excellence eigentlich gekonnt hat oder noch immer kann, aber gemacht hat in der modernen Formel 1 eben nötig. Deshalb sage ich, da sind manche Führungsstile, wie sie früher mal waren, auch ein bisschen überholt. Weil Human Resources ist eigentlich genau das, was man braucht. Und dieser Zusammenhalt, Teambuilding, keine Angst, sondern gemeinsam versuchen zu arbeiten, nach vorne zu gehen und auch mal Kritik zu äußern. Was damals so stark war bei Michael, war halt eben erstmal eine unglaublich große Erfahrung, die mit diesen Schlüsselpersonen gekommen ist. Und man hat natürlich auch an denen, ja, denen hat man alle Freiheiten gegeben und die haben es halt umgesetzt. Ja, das darf man nicht vergessen. Rory Byrne haben wir noch vergessen, der ja den größten Teil des Erfolges hat. Im Übrigen auch am letztjährigen Auto, aerodynamisch gesehen, war der ja auch nochmal mit involviert. Mittlerweile, ich glaube, 80, oder? Kann das sein? Ich weiß gar nicht. Ja. Ja, aber gut, das hat ja, die physischen Gesetze ändern sich ja nicht. Und das war halt der Faktor. Und das hat man, glaube ich, so ein bisschen vergessen. Leute sind gegangen. Wir sehen es jetzt auch bei Mercedes, wenn Schlüsselleute gehen, nicht nur, weil es keine Italiener sind, sondern eben Menschen sind, wenn die dann auf einmal fehlen, dann ist das ein Problem und das muss Ferrari jetzt schnellstmöglich machen. Entgegenkommt den Budget Cap, weil auch einige Leute jetzt wechseln wollen von Teams, weil sie nicht mehr bezahlt werden können. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich Potenzial auf dem Markt. Wenn es in einem Team nicht läuft, so wie bei Ferrari und Mercedes, dann gibt es auch immer gleich Gerüchte, auch um die Fahrer. Im Moment ist im Internet auch zu lesen, dass es einen Fahrerwechsel geben könnte oder einen Tausch Lewis Hamilton zu Ferrari, Charles Leclerc zu Mercedes. Kannst du dir vorstellen, dass Lewis Hamilton Mercedes wirklich nochmal verlassen will? Klar, mal einmal für Ferrari fahren ist auch schon der Traum eines jeden Formel-1-Rennfahrers, aber ist das realistisch? Also wenn er mit Lewis Hamilton Mercedes verlässt, dann verlässt das zu irgendeinem Team, das um die WM fahren kann, das so schnell als möglich. Ich glaube, das ist der einzige Beweggrund, weil er möchte unbedingt diesen achten Titel haben. Das ist ihm sehr wichtig und vor allem möchte er nochmal eine erfolgreiche Saison haben. Also ich finde, dass man ihm auch angemerkt hat, dass er richtig down war in Bahrain. Klar, mit einer Riesenerwartung da reingegangen und dann 2 Jahre, ich kann ein Lied davon singen, immer ein Auto zu haben, was nicht funktioniert oder so, wie man es sich wünscht, gehabt zu haben. Und ich kann mich schon in ihn reinversetzen. Und mit seinem Ehrgeiz und natürlich auch mit der Uhr, die so ein bisschen tickt, ist das nicht leicht. Und deshalb kann schon passieren, wenn er ein Angebot bekommen würde, dass er geht. Aber wohin ist die nächste Frage? Ne? Ja, dann passt ja nur Red Bull eigentlich. Ja, oder also. Aston Martin mittlerweile. Ne? Ja, stimmt. Apropos also, Red Bull. Hamilton, halt ist spannend. Für spannend. Und dann auch Rory Byrne vom Alter her, das passt doch dann. Apropos Red Bull, ist Max Verstappen dieses Jahr überhaupt zu schlagen, in der Form, in der er in Bahrain war? Also ich glaube es fast nicht. Ich glaube nur, dass Max Verstappen sich selbst schlagen kann und mit seinem Teamkollegen. Bleibt jetzt noch abzuwarten, inwiefern das Auto, aber man hat ja in Bahrain, die haben ja gespielt, im Qualifying haben die gespielt, im Rennen haben die gespielt. Also das heißt, das, was Mercedes jahrelang hatte, haben die jetzt im Moment. Und dementsprechend. Aber ich gönne es ihm auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ja, diese Ära, die kann man jemandem nur gönnen und wünschen. Und er hat sich hart erarbeitet mit dem Team zusammen. Auch wenn es für uns von außen dann manchmal leicht langweilig wirkt. Mhm. Aber gut, wir hoffen ja, Aston Martin bringt die Würze und keine Ahnung, wer noch zwischendurch. Ralf und ich, also der andere Ralf und ich, haben vor unserem Interview hier darüber diskutiert, mit wem man Max so vergleichen könnte. Ich wollte die Frage stellen, siehst du in ihm auch so ein bisschen Michael von früher? Dann hat Ralf gesagt, oh, du immer mit Michael. Ich würde ihn mit Senna vergleichen. Mit wem würdest du Max denn vergleichen? Ich würde mit gar niemandem vergleichen, weil ich persönlich diese Vergleiche immer geliebt habe, weil ich damit aufgewachsen bin. Ich glaube einfach, dass der Max einer der einzigartigen Piloten der Formel 1 ist, die sich einen Namen der Formel 1 gemacht haben in der Vergangenheit. Und das, glaube ich, wird auch seine eigene Zeit überdauern, weil egal wie viele WM-Titel der Max erzielen wird, weil ich glaube, er ist eher so ein Typ, der irgendwann den Sack zumacht und sagt, ich habe jetzt einfach keine Lust mehr, mach was anderes. Aber der ist einfach einer derjenigen, der in Erinnerung bleiben wird. Und das auch mit Grund, weil er den Unterschied macht. Also Max ist, glaube ich, der
der den meisten Unterschied macht, auch mit einem schlechteren Auto. Da hat er sogar Lewis Hamilton ein bisschen entzaubert, was aber vielleicht auch daran liegt, dass Lewis Hamilton den einen oder anderen Teamkollegen bis jetzt hatte, der nicht ganz so stark war. Und Russell, muss man fairerweise sagen, fährt ja auf Augenhöhe mit Lewis Hamilton. Aber ist es auch ein Vorteil von Max, dass sein Vater, der zwar ein guter Rennfahrer war, aber halt nicht dieser Überflieger von den Ergebnissen, wie zum Beispiel dein Bruder oder also was Mick betrifft, ist das für ihn dann ein Vorteil gewesen, dass er nicht mit dem Druck aufgewachsen ist, unbedingt liefern zu müssen? Also ich weiß, ich glaube, Druck hatte der von seinem Vater eine Menge. Ich glaube, der Vater ist alles andere als leicht. Also wir würden von einem Eislaufpapa sprechen, par excellence. Aber gut, die haben alles zusammen gemacht, erreicht. Ob der jetzt weniger, ich glaube, dass er sehr viel Druck hatte, sehr hohe Erwartungshaltung auch von der Familienseite. Aber das haben wir auch gesehen in seinen WM-Geschichten. Also der Max liefert dann ab. Ne? Der ist ja unglaublich stabil und anscheinend prallt Druck an ihm ab. Wie findest du sein Auftreten so? Ich meine, er ist auch noch nicht so alt, aber ich finde, er redet immer Klartext und ist nicht so PR-Bubi und Stromlinien gefirmt, so kommt er bei mir. Wie findest du sein Auftreten? Macht er das gut? Ist er authentisch? Also authentisch ist er in jedem Fall, ja. Das mag man mögen, mag man nicht mögen. Ich finde es erfrischend. Ich finde ihn persönlich, ist mir das auch lieber. Er zeigt zumindest nach außen weniger Allüren als andere, muss man sagen. Mir gefällt auch sein Kleidungsstil besser als der vieler anderer Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann nichts Negatives über Max Verstappen sagen, aber genauso wenig über Typen wie George Russell, da muss ich sagen. Also all die Neuen, die jetzt da reinkommen, Charles Leclerc, das sind ja tolle Jungs, Lando Norris, was soll man dazu sagen? Das sind doch alle super Charakter, die geben Gas, die posten was, die lassen uns teilhaben über Instagram, also finde ich doch toll. Wenn du jetzt Lando Norris ansprichst, der hat ja dieses Jahr mit McLaren nicht gerade so richtig viel Glück gehabt. Ja, wie muss der da jetzt mit umgehen? Was muss er machen? Wie kommt er aus dieser Situation raus? Gilt als kommender Weltmeister und fährt jetzt am Ende des Feldes rum. Ja, der wird wahrscheinlich die eine oder andere WhatsApp an Andi geschrieben haben, mit was für einem Auto hast du mich hier zurückgelassen, lieber Andi. Das muss man ja der Fairness halber auch mal sagen. Und mach es in der Zukunft wieder gut, ne? Ja, genau. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber das ist schwer. Also da sehe ich auch die Gefahr, dass ein neues jemand ist, der eine Chance hat, woanders zu fahren und die auch ergreifen wird, wenn das kann. Mhm. Weil das Thema McLaren sehe ich noch nicht so schnell zu Ende gedacht. Ist im Übrigen auch ein sehr schlechtes Jahr für den armen Piastri, der, glaube ich, jetzt nicht die Gelegenheit hat, seine wahre Performance zu zeigen. Aber auf der anderen Seite, Russell hatte ähnliches Problem in seinen ersten Jahren. Ja. Du hast jetzt eben selbst Andi Seidel angesprochen, der ja schon bei Sauber noch Alfa Romeo ist, aber eigentlich den Audi-Einstieg vorbereitet. Ist das gut und richtig, dass Audi so früh jemanden dahin geschickt hat, um ja, das Team oder das Team zu transformieren sozusagen? Ah, das glaube ich schon. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das Alfa Romeo, Sauber, wie immer man es gerade nennt, da schon großes Potenzial hat, dass da was zu verändern ist. Im letzten Jahr haben sie super angefangen, aber dann konnten sie das nicht so wirklich halten, aber nicht überraschend für ein kleineres Team. Dieses Jahr fehlt mir dieser Drive so ein bisschen, scheint so ein Teil zurück zu sein, wo sie eben waren. Und da muss man jetzt früh genug die Weichen stellen. Jetzt das Team anschauen, wo, an welchen Stellschrauben muss man drehen, wen muss ich holen, weil in der Regel, selbst wenn ich Leute abwerbe, brauchen die 1 bis 2 Jahre, bis sie arbeiten dürfen, dementsprechend die richtige Entscheidung. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass wir Andi Seidel ein bisschen öfter vor der Kamera haben, das finde ich ein bisschen schade, weil, er ist halt schon auch ein Typ, gerade für uns jetzt in Deutschland, auch mit seinen Aussagen ein Typ, da hätte ich jetzt mir gewünscht, dass wir ihn öfter sehen. Ja, wenn du das jetzt siehst, gerade in Deutschland, ne? Uns fehlen jetzt die Fahrer, uns fehlt die Rennstrecke. Wie siehst du die Formel 1 in Deutschland? Was muss da passieren, damit sie, ich sage es jetzt mal, gesamtgesellschaftlich auch wieder relevanter ist, als sie das derzeit ist? Ich ergänze das mal kurz. Was bringst du bei Sky ein, um genau das Problem vielleicht für Sky besser zu lösen? Es gibt ja... Naja, also erstmal glaube ich, wir haben natürlich den Nachteil, aber das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern das Thema PTV erschwert das Ganze, ja. Wir haben ja Partner gesucht, aber schwerlich welche gefunden. Ich glaube, Sport1, das ist ein richtiger und wichtiger Weg. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, sich auch da den Staffelstab zu reichen und nicht so wie manche Zeitungen darauf rumzuhacken, wie schlecht es gerade ist. Also schlecht ist es ganz und gar nicht. Die Einschaltquoten sind sehr gut. Aus deutscher Sicht, und das mag man mir jetzt nicht persönlich nehmen,
ist es halt so, dass wir Sebastian Vettel, aber auch Mick sehr vermissen, weil durch den Namen ist es halt, und ich meine, das war ja die Kombination, Mick bei Haas ständig irgendwelche Themen, das muss man sagen, zieht ja auch Menschen, die wollen das sehen. Hülkenberg zieht da nicht ganz so, bis jetzt nicht, und ich vermute, dass er leider auch nicht um Siege fahren wird mit dem diesjährigen Auto. Wahrscheinlich eher schlechter als im letzten Jahr, so wie es im Moment zumindest aussieht. Ich drücke ihm die Daumen, dass es anders ist. Und das ist natürlich auch ein Problem. Aber ich sage es nochmal, der Zusammenhalt auch der Medien ist da ein bisschen gefragt, sich die Bälle zuschieben und auch mal wirklich die tollen, es gibt ja genug Themen, so ist ja nicht. Ja, also ist ja genug da. Und das Racing und Max Verstappen, sorry, spricht auch Deutsch, ja, und ist jemand, der über die Grenzen bekannt ist und bei uns auch gemocht und gewollt ist. Und dann gibt es jetzt Nachwuchsfahrer. Wir haben gerade den Goethe, Maximilian Goethe, oder wie heißt Oliver. Er? Max. Oliver, sorry, Oliver, was ja nicht mit Günther. Oliver Goethe, genau so. Der leider kein Deutsch spricht, aber ein Deutscher ist. Und, noch nicht. Er hat gesagt, er lernt. Aber viel, viel wichtiger ist, der hat einen super Job gemacht bei seinem ersten Rennen. Das haben die wenigsten bis jetzt so geschafft. Und das ist natürlich auch eine tolle Hoffnung für die Zukunft. Wie siehst du die Entwicklung deines Sohnes? Auf den hoffen wir natürlich auch immer noch ein bisschen. Er fährt dieses Jahr nochmal in der DTM. Hat er auch die Formel 1 noch im Visier oder konzentriert er sich? Nein. Also wir machen da ist der Bereich Tourenwagen, GT-Bereich, vielleicht auch mal LMDH, das Langzeitziel, also das Thema Formel 1. Das ist auch so schwer geworden, David ist 21. Ich glaube, da muss man einfach ehrlich realistisch sein. Das hat so wenig Sinn. Gut, Ralf, dieses Wochenende bist du bei Sky in München. Was erwartest du von dem Rennen in Jeddah ganz grundsätzlich? Worauf freust du dich? Also ich erwarte, dass Ferrari stärker sein wird, weil der Reifenverschleiß in Jeddah nicht so eine große Rolle spielen wird. Das wird in die Karten spielen, auch im Qualifying. Aston Martin ist ein großes Fragezeichen. Da würde ich mich freuen, wenn sie es da hinkriegen, weil das wäre ein Indiz, dass sie das ganze Jahr stark sein können. Wenn es da nicht so funktioniert, dann werden wir da ein paar Up-and-Downs erleben, weil sie offensichtlich den Reifen dann nicht ans Laufen kriegen oder nicht das beste Potenzial rausholen können. Erstaunlich war auch zu sehen, fand ich bei Alonso, dass am Anfang des Rennens die Pace gut war, aber als der Sprit so ein bisschen raus war, die Pace extrem stark war zum Ende hin. Also das, auch da merkt man, dass da noch ein bisschen ein Problem ist. Alles andere sind große Fragezeichen. Mercedes werden dann nochmal zu Ende hoppeln, bis sie dann hoffentlich ihr neues Auto haben. Da drücke ich natürlich auch die Daumen, weil das ist ja das schon ein bisschen schade im Moment.